Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute mal wieder auf Tour in den Bergen. Heute ist Schnee, das heißt, wir haben Schneeschuhe am Start. Tada! Und das bedeutet, dass wir ein bisschen abkacken werden, weil wir das dieses Jahr das erste Mal wieder machen, weil wir null trainiert sind. Deswegen haben wir heute auch eine kleine Tour geplant aufs Riedberger Horn und wir nehmen euch natürlich mit. Das Kreuz. Das Kreuz ist da. Riedberger Horn, 1790 Meter. Willkommen. Absolut Zeit für Kaffeepause, würde ich sagen. Käffle. Da sieht man das Kreuz. Wir haben es tatsächlich geschafft. Und ich freue mich jetzt voll, weil wir haben Käffle mit hochgeschleppt, die extra den Lieblingskalter Kaffee, den sie so mag, habe ich gestern extra noch kaufen müssen. In später Stunde. Aber jetzt freue ich mich voll drüber, weil jetzt ist Käffles Zeit und ach, was gibt Schöneres, als oben am Gipfelkreuz zu sein. Mit einer coolen Schneeschuhwanderung, Hammeraussicht und einem geilen Käffles. Hammermäßig, ich freue mich jetzt voll. Cool Tag. Und auf einen unfallfreien Abstieg. Letzte Kaffeeball. Es wird Zeit aufzubrechen. Ja. Schneeschuh wieder an und ja. Los geht's. Oh. Mal gucken, ob ich die Dinger ankriege. Ist nicht so einfach. Da hatten wir schon gewisse Probleme in der Vergangenheit. Ja, ich war viel zu... das ist halt voll auffällig, ne? Früher war ich viel zu ungelenkig, um mich da irgendwie um mich selber rumzukommen. Mittlerweile geht es so halbwegs. Vorhin habe ich es geschafft. Ich hoffe, ich krieg's wieder hin. Es sei denn, man setzt sich zuerst auf den Stein mit den Schneeschuhen.
Ja. Und dann kommt man nicht mehr ran. Ja, also. Das geht halt nicht so einfach, Mann. Aber es ist wirklich mal interessant, wenn man die vorher noch nie angezogen hat. Eine Wissenschaft für sich. Mit den Schnallen und bei mir ist so ein bisschen so gefühlt so mit so Zurgurten. Bei ihr zieht man eher auseinander. Aber es ist echt immer interessant. Ich habe ja auch ein ganz anderes Modell wie du. Das stimmt allerdings. Wir laufen jetzt den gleichen Weg auch wieder zurück und vielleicht auch ein bisschen optimistisch. Und dann ein kleines Käffle, Schrägstrich, kleine Einkehrung. Cool. Hab's geschafft. Yay, da bin ich jetzt dran. Das wollen wir nur hinkriegen. Juhu. Und du handelst das mindestens genauso schlecht wie ich. Elegant. Elegant. Klappt das da bei dir? Runter ist halt gar nicht so einfach, wie es aussieht, weil man sich echt krass verhaken kann mit den Schneeschuhen. Aber es macht total viel Spaß. Wir sind noch nicht so ganz in der Übung, aber wir arbeiten dran. Schau mal, vielleicht lassen wir ihn einkehren. Einkehren hat auch geklappt. Ich habe gern Knödel, aber mehr schaffe ich nicht. Domi hat... Nee, ich wollte gerade sagen Spätzle, stimmt gar nicht, Currywurst. Müsst ihr andersrum, Schatz? Genau. So passen die in die Tasche nicht rein. Deine ist fetter, das ist verpackt. Meine ist fetter. Schatzi, das halt, die Taschen sind angepasst an uns. Deswegen hast du die dünne Tasche und ich hab die fette Tasche. Aber das ist dann viel angenehmer. Ja, das stimmt. Weil meine, die platzt da quasi gefühlt raus. Zu nähten. So. Wir haben die Tour geschafft. Wir sind ein bisschen stolz auf uns. Wir haben auch eingekehrt. Und als kleiner Tipp hier am Rande bezüglich der Parkplatzsituation. Man ist jetzt nicht so, als hätte es 25 Alternativparkplätze. Ein Tipp von meiner Seite. Guckt irgendwie, dass ihr früh morgens da seid, dass ihr noch einen Parkplatz bekommt. Oder erst nachmittags. So ab 14 bis 15 Uhr fängt es dann wieder an, leerer zu werden, weil die erste Welle wieder geht. Aber so, keine Ahnung, wenn schönes Wetter ist am Wochenende, um 10 oder 11 brauchst du nicht ankommen. Seid einfach früh da. Ich verlinke euch unten in der Infobox übrigens noch die Playlist, wo ich alle möglichen Wanderungen, die wir schon gemacht haben, vor allem im Sommer natürlich, reingestellt habe, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Wir fahren jetzt nach Hause, genießen unseren Sonntag noch voll und bis dann. Ciao.